kriegen wir den von hier. Die sind einfach alle wieder gespawnt. Alle. Wir haben uns die Arbeit voll umsonst gemacht, das eine Mal. Hier was, um den zu verstecken? Nee. Ja, der schläft auch bloß ein bisschen. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Ja, hier war ich auch schon mal, wo ich nicht gesehen habe, dass das ein Vorhang ist. Da habe ich doch irgendwie ein Buch gesucht oder so. Ja, aber hier geht es auch wieder nicht weiter. Hä? Ich meine, da drin sind Leute, die ich belauschen kann. Das ist cool, aber... nicht weiter. Er sieht mich. Nicht gut. Ich kann aber einen Vogel auch nicht einsetzen, ne? Richtung. Ja, gut. So, wo doch hier rum? Ah, aber damit mache ich natürlich Krach. Ich könnte... Na, von hier komme ich nicht mehr ran. Ich könnte diesen Betonklotz dort abschießen. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Die Ölfässer schießen. Weiß aber auch nicht, ob das unbedingt clever ist.
Von hier komme ich halt auch nicht gut ran. Ich muss die irgendwie wegkriegen. Jetzt ist der jetzt der eine. Ruhe nun in Frieden. Und wenn die so schnell reagieren, du. Das ist ja Elite hier. Ah, wieso habe ich den Eingang damals nicht gefunden? Oder war der damals noch nicht offen? Oh. Mach aber sicherheitshalber die hier oben auch weg. Weil, falls ich fliehen muss, kann das sein, dass hier letztens Bretter davor waren? Dass ich hier nicht rein konnte? Weil letztens ist halt gut, ne? Das war irgendwann im November. Also ihr wisst schon. Also, jetzt auf YouTube war es ja noch gar nicht so lange her, als wir hier waren. Von daher passt es schon mit letztens. Nicht übertreiben. Gehen jetzt der hier noch? Dann haben wir sie erstmal alle weg hier oben. So, jetzt gehen wir hier runter. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Sieh mal an, wenn das kein bekanntes Gesicht ist. Oh, das ist die aus dem Harem, oder? Sie jetzt hin. Wie komme ich dorthin? Wie komme ich hier runter in diesem Gebäude? Ohne dass ich gesehen werde. Das scheint mir nämlich schwierig. Ah! Sieht man mich jetzt hier? Und jetzt? Habe ich mich hier rein manövriert? Warum kann ich die nicht aufmachen? Was sie mal waren.
Von hier kann ich nicht lauschen. Warte. Von wo kann ich lauschen? Ich habe den Helfer des Emirs beobachtet. Dieses Großmal aus Merve. Er ist wahrlich gut mit dem Speer. Ich glaube, ein paar Kniffe konnte ich mir abgucken. Wir machen uns schon mal unseren Fluchtweg frei. Aber ich muss diesen Dudes lauschen. Das sind halt zwei hier, ne? Kann ich die irgendwo verschwinden lassen? Es ist jetzt für alle, die Action mögen, natürlich. Das ist jetzt nicht die actionreichste Spielweise hier von mir. Das verstehe ich. Unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Stell dich nicht dumm, Akira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Trenne dich von Makira. Makira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Die läuft hier einfach vorbei. Besser als an der griechischen Front zu dienen, das kann ich dir sagen. Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein.
Allah verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Dich gerne. Deine Herrin allerdings. Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Ich habe dir nichts weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Aber wie komme ich hinein? Ja. Was, wenn ich mich ihr jetzt näher. Zählt da irgendwas? Eine Berufung. Träumst du von einer Welt, in der Herrscher nicht durch ihre Geburt oder Blutvergießen an die Macht kommen, sondern durch Weisheit und Stärke? Stellst du bedeutungslose Wahrheiten in Frage? Erschweren dir belanglose Bräuche den Tag? Dienst du, wie du befehlen solltest? Bist du es leid, deine Knie dazu zu zwingen, sich zu beugen? Dann komm und suche uns zwischen den Büchern. Erhebe dich als Hirte für eine verirrte Herde. Ein strahlendes Leuchtfeuer von Ordnung und Licht. Ah, okay. War nicht verstanden. So. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Na, weiter. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, dort ruhe mit mir. Viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Das hier wäre zu offensichtlich. Na? Ich gehe davon aus. Sie sagt ja irgendwas von wegen, komm auf mein Nest. Dass ihr Zimmer irgendwo oben ist. Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. No. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Blau wie das Meer. Nee, das macht kein. Kobra ist schwarz. Weiße Taube. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Oder fange ich dann hier mit dem Blau an? Meer? Nee, wir machen hier anders. Wir machen hier Blau. Meer. Machen wir hier gelb für die Wüste. Dann machen wir schwarz für die Kobra. Und dann das Weiße. Die Taube. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Tatsächlich. Ich würde hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns aber morgen wieder mit der nächsten Folge. Und dann bin ich gespannt,
ob wir Kabiha tatsächlich jetzt irgendwie töten können oder nicht oder wie auch immer. Aber wir schauen uns das morgen an. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Schönen Tag noch. Tschüss.